Hi, ich bin Slutty und heute fahre ich die SMCR 690 Probe. So, nachdem es wirklich hunderte, tausende Male gewünscht wurde, ey Slutty, fahr mal SMCR, habe ich mir jetzt mal eine organisiert von einem guten Freund. Danke schon mal dafür. Und wir fahren heute also die SMCR 690 Probe. Denkt dran, mittlerweile habe ich meinen offenen Führerschein. Ich darf also offen fahren und fahre diese Maschine natürlich auch offen. Oh, yeah, yeah. Die Maschine ist Baujahr 2012. Ich hau gleich mal die Daten raus, die sie nicht vergesse. Und hat 67 PS, hat aber so ein Mapping drauf. Evo 1 Mapping. Und junger Vater, das Ding hat einen Powerparts-Auspuff ohne DB-Killer. Eigentlich bin ich ja wirklich absolut für DB-Killer-Pflicht. Deshalb versuche ich jetzt einfach mal innerorts ein bisschen ruhiger zu fahren. Aber bei dem Ding für die paar Meter kann man das jetzt mal außen vor lassen, weil er hat einfach keinen DB-Killer dabei. Also, ja, nicht so wild. So, genau, 67 PS hat sie. Das ist genau das gleiche Baujahr und im Endeffekt exakt das gleiche wie die Duke 690, die ich aktuell fahre. Also vom Baujahr, vom Motor ist das genau das gleiche, nur halt, dass hier ein Mapping drauf ist. Junge, ey, die ist halt so laut. Aber das Ding ist, die kann man auch echt innerorts relativ leise fahren, wenn ich jetzt untertourig fahre und so weiter. Ja. Okay, dann ich quatsch mal ein bisschen über dieses Kfz. Ich bin ja vor 2 Jahren die Husqvarna 701 gefahren, damals mit Acra. Irgendwie habe ich das bei den Supermodus ohne DB-Killer zu fahren, weil damals war auch in dem Acra, ist der rausgefallen natürlich. Der heute ist jetzt übrigens auch rausgefallen, gerade eben. Und jetzt ist er weg. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich hier genau wie auf der 701 von damals. Also ich sehe hier nicht so viele Unterschiede. Also die geht auch echt gut vorwärts, jetzt natürlich noch mal ein bisschen was anderes, weil die 701 damals gedrosselt war. Aber was ich schon wieder mega geil finde, ist diese Sitzposition. Du sitzt hier so entspannt drauf, es ist so angenehm. Ey, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, das Ding ist ja abnormal laut. Hey, und das ist halt sowas von geil. Boah. Ja, hier sind übelste Hubbelstraßen, ja, und das juckt dieses Moped halt einfach gar nicht. Also das Fahrwerk ist sowas von geil für so Hoppelstraßen, Holperstraßen, ja, weil es halt einfach alles wegfedert. Ja. Und über so einer Kuppel kriegst sogar ich so eine SMCR hoch. Also die Sitzposition ist einfach nur absolut genial. Du sitzt hier wirklich so gerade drauf, so total entspannt. Ah, das ist wirklich einfach nur angenehm. Okay. Ja, ihr wisst, ich bin der absolute Wheelie-Noob. Ja, deshalb mache ich hier natürlich jetzt auch nur ein bisschen Gas-Wheelies, weil die kriegt jeder hin. Aber es macht auf jeden Fall megamäßig Laune, das Moped hier zu fahren. Und vor allem auf so einer geilen Strecke hier, die halt wirklich hoch, runter, links, rechts geht. Also ist das Moped wirklich perfekt für. Und Junge, ist die laut. Das ist echt so krass, wie laut die ist. So, jetzt fahren wir hier wieder innerorts, müssen wir wieder leise machen. Also das ist schon brutal. Ich würde sagen, wir halten mal einfach kurz irgendwo hier an. Komm, halten wir einfach hier an. Wir haben doch eine Supermoto. Wir können doch überall drauf fahren. Ach so, erstmal Leerlauf. Das Ding ist halt die Sitzhöhe von dem Ding. Also ihr wisst ja, ich bin 1,76 und für mich ist das Ding schon hart an der Grenze. Oh. Übrigens nicht wundern, dass hier so ein Fehler leuchtet. Das ist ganz normal, hat er gesagt. Ja, das Ding ist halt schön umgebaut. Also umgebaut, ein bisschen was ist gemacht. Diese Speichendinger, dann habt ihr schon das Licht vorne gesehen, das so... Dass so mit einer Folie überzogen ist, dann kleine Blinker, hier schöne Hebel, ja, kurzes Heck, dann natürlich auch Blinker, sieht auch ultra geil aus und natürlich der gute Powerparts-Auspuff, der wirklich, boah Junge, boah, habt ihr das gesehen, der kam was an, ah, der ist echt krank laut, also das ist echt geisteskrank, ah, ein richtig, richtig schönes Motorrad, muss man echt mal sagen, oder, findet ihr nicht? Finde ich schon geil. Das wäre halt für mich auch eigentlich schon was, worauf ich richtig Bock hätte. So. Ah, die sind einfach so schweineteuer. Und was ich sagen wollte zur Sitzposition, also zur Sitzhöhe. Wie gesagt, ich bin 1,76. Oh, voilà.
Und ich passe hier gerade so noch drauf. Also ich habe jetzt kein Problem hier mit den Füßen und so, das geht alles klar. Man muss schon eine gewisse Größe haben, um so ein Ding zu fahren. Aber ja, also wie gesagt, 1,76 und für mich ist kein Problem. Das Geile ist halt einfach das Gewicht auch von dem Ding. Also, und dieses, du kannst halt aufstehen, du kannst halt, also es ist alles so, so wackelig, so leichtgängig, so einfach geil. Und das Ding ist echt so laut. Junge! Ey, das ist ja richtig krank. Oh. Also ein Powerparts-Auspuff, der haut schon ordentlich was raus. Ich sehe hier im guten Affalterbach, ja, und hier ist ja AMG, deshalb sind die Leute das schon, die kennen das schon, dass hier alles laut ist, deshalb ist es jetzt nicht so schlimm. Aber ja, das nächste Mal fahre ich auf jeden Fall wieder mit DW Killer. Aber ist auf jeden Fall echt geil, das Ding. Dann macht die halt auch noch Fehlzündungen. Und wie? Das ist ja kein Spaß, Alter. Das Ding knallt und haut raus, das ist echt krass. Ich finde, der große Vorteil, den man hier hat, das ist nämlich der gleiche Tacho auch wie die Duke 690 hat. Und den finde ich sowieso geil, weil der relativ viel Informationen bietet und trotzdem, sagen wir mal, super Moto-like aussieht. Weißt du, da kommt halt die kleinste Bodenwelle und du kannst das Ding einfach zack hochziehen. Das ist halt wirklich geil. Also das ist sowas von geil. Junges, ey. Mein Gott, ist das laut. Und das Ding ist auch richtig schnell, gell? Also, man muss halt oft schalten. Dadurch kommt es einem irgendwie auch dazu noch mal schneller vor. Aber auch der Bums, so, den das Ding hat, das ist schon amtlich. Boah. Also, wenn ich einen Tag lang mit so einem Ding fahren würde, hätte ich dann nach dem Gehörschutz. Ehrlich, ey. Wenn ich mich gleich wieder auf meine Duke setze, dann denke ich, dann frage ich mich, ob das Ding überhaupt an ist. Ach, absolut krass, absolut geil. Ihr wisst, ich bin wirklich Verfechter von DB-Killer raushauen und so weiter. Aber da wollte ich mir jetzt eigentlich einfach nicht nehmen lassen, das Ding hier Probe zu fahren. Nur weil kein DB-Killer drin ist. Der natürlich rausgefallen ist, wie gesagt, der ist wirklich einfach rausgefallen und dann war er weg. Das ist halt so laut. Den einen Vorteil, den man hier mit hat, das ist wirklich, und das muss man auch an der Stelle wirklich ansprechen, man wird hiermit definitiv nicht überhört. Ja, also ganz sicher wird man hiermit nicht überhört, weil so laut wie das Ding ist, das kann gar keiner überhören. Junge, ey, das ist echt unfassbar laut. Aber es ist halt ein geiler Klang. Ich finde, das ist auch der große Unterschied zwischen sowas, wo ich sowas wieder ein bisschen legitimiere, zu einem 125er oder so, weil hier kommt halt Sound, weißt du, das ist auch brutal laut, aber da ist halt total schöner Ton dahinter. Also der gefällt mir persönlich halt richtig gut. Das fahren wir da vorne gleich nochmal so eine Kurvenstrecke. Ich kann nur gleich mal versuchen, so ein kleines 0-100 damit zu machen. Das Ding ist nur, die geht halt im ersten Gang so heftig vorne hoch, dass das Ganze ein bisschen schwierig ist, die halt dann unten zu halten. Weil die halt mega leicht ist ja klar. Ja, ich meine, Supermodo. Aber die Fahrt zeigt mir mal wieder, dass ich doch lieber mit DB-Killer fahre. Weil irgendwie, jetzt geht es mir so langsam schon auf der schon irgendwie geil und ja, es ist schwierig, sagen wir es mal so. So, wir fahren jetzt hier mal nach rechts. Ich kenne mich hier leider nicht ganz so gut aus. Dann halte ich hier rechts mal an und lasse den hinter mir mal vorbei. Schauen wir das doch mal, was da geht. Also, ich habe im ersten Gang absichtlich die Kupplung richtig lang schleifen lassen, weil ich Schiss habe, dass das Ding im ersten hochkommt, ey. Weil dann kommt das so richtig batz hoch, also so richtig ruppig. Das ist mir bei der Duke schon einmal passiert, dass ich flott anfahren wollte und dann auf einmal kommt die halt und wie die hochkommt, gell. Also das ist schon krass. Ja, das bockt halt krass, ja. Das bockt halt. Das macht halt schon Laune mit so einem Ding, gell? Weil es halt so leicht ist und so einfach so in die Kurven reingeschmissen werden kann. Das ist schon mega, mega geil. Junge, ist die laut, ey.
Aber durch diese Lautstärke und dieses Volumen im Ton, du hast das Gefühl, dass hier unfassbare Gewalt dahinter ist, wenn du so einen raus beschleunigst, weil das so ein Volumen hat, dieser Ton. Und das gibt dir ein brutal krasses Gefühl. Also du hast das Gefühl, du hast immer Druck. Ich meine, das Ding hat immer Druck. Sind wir mal ganz ehrlich, ja? Also die 67 PS oder mit dem Mapping, was weiß ich, vielleicht 70 PS, 72 PS, die gehen schon nicht schlecht. Also du hast schon irgendwie immer Druck, ne? Ja, dich guckt halt jeder an, Mann, das ist mir schon wieder, aber jetzt wird es mir unangenehm. Also ich fahre nicht mehr ohne DB-Killer, es tut mir leid. Das ist halt, weil er rausgefallen ist, wie gesagt, ja. Kann man nichts machen. Der hört sich die Ohren zu, sorry. Oh Mann, der Fahrradfahrer hält sich die Ohren zu, weil es ihm zu laut ist. Ach du Kacke. Eieiei, also das ist schon lautstärkentechnisch hart am Limit. Aber egal, ich steige gleich wieder auf meine leise Duke und dann hat sich das auch. Und besorge für den jungen Mann hier einen schönen DB-Killer. Also was man hier wirklich zu sagen kann zu dem Moped ist halt, dass es die absolute Spaßmaschine ist. Jetzt vor allem halt so, wie sie jetzt ist, muss man halt sagen, ja, lautes Auto, so sehe ich das auch, aber Spaß macht es halt trotzdem. Junge, Junge. Und vorne hochgehen halt total. Also wer damit, ganz ehrlich, wer mit der SMCR keine Wheelies lernen kann, der kann es nicht. Also der sollte alles weggeben, weil ich bin wirklich der größte Wheelie-Noob. Wirklich, ich kann nichts, was Wheelies angeht. Und sogar ich krieg das Ding ein bisschen nach oben, wisst ihr? So Hüpfer, sogar das krieg ich damit hin. Also das ist schon krass. Das ist schon geil. Ja, mir ist der Gang halt zu kurz, weil wie gesagt, ich bin Noob und ich kann nur Gas-Wheelies. Aber man lernt hiermit halt sowas von geil. Weil es so locker easy ist, ne? Mann, mir ist der Gang zu kurz. Ja, das ist das Problem, wenn man keine Wheelies kann, ja? Das ist wirklich das Problem. Ja, ich will Wheelies lernen. Mann, ich glaube, ich frage den Typen mal, ob der mir Wheelies beibringen kann, weil der hat's drauf, in die Maschine gehört. Ja. Also, geiles Ding, muss man an der Stelle wirklich sagen. Ich fahre jetzt auf jeden Fall ganz leise wieder zurück. Ja, es ist sehr brutal geiles Ding. Ich verstehe es absolut, warum man sich so ein Moped kauft, ganz ehrlich. Der Preis ist natürlich ein bisschen heftig, aber es bockt einfach. Es bockt wie Hölle. Ja. Also, dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Lass die DB-Killer drin. Ja, ich habe Fahrradfahrer dazu gebracht, sich die Ohren zu halten. Das ist nicht gut. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann.